Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um diese PV-Module. Ich hatte mir vor einiger Zeit Gedanken gemacht, wie kann ich sinnvoll die Module nutzen, wenn ich mit dem Fahrzeug nicht unterwegs bin und dieser im Prinzip zu Hause vor der Haustür geparkt ist. Und dazu hatte ich dann folgende Idee. Wie ihr im anderen Video bereits gesehen habt, habe ich mir hier in dem Anschlusskasten direkten Anschluss an die Batterie gemacht. Ich hole das mal aus. Dieser Anschluss ist auch abgesichert mit einer Sicherung und diesen möchte ich jetzt nutzen, um von hier Strom über einen Einspeisewechselrichter direkt in das Hausnetz einzuspeisen. Im Prinzip möchte ich dann sozusagen das Wohnmobil als Batteriespeicher nutzen. Und zwar habe ich hier für die Gartenbeleuchtung habe ich hier auch Außensteckdosen. Diese sind über Zeitschaltuhr gesteuert, sobald es dunkel wird bzw. Sonne untergeht, werden diese eingeschaltet. Und mein Gedanke war, dass ich hier den Einspeisewechselrichter einstöpsele und sobald dann Strom für die Außenbeleuchtung von der Zeitschaltuhr freigeschaltet wird, geht der Einspeisewechselrichter an und speist mit, sagen wir mal, mit 100 Watt in das Hausnetz ein. Dazu habe ich mir hier einen günstigen Einspeisewechselrichter bestellt und das möchte ich euch jetzt zeigen. Es ist im Prinzip nichts Außergewöhnliches, es ist auch ein ziemlich günstiges Produkt, aber ich habe mir gedacht, zum Testen wird dieser erstmal ausreichen. Und wenn das gut funktioniert, kann man darauf ja aufbauen. So, nehme ich mal einmal raus. Karton zur Seite. Also im Prinzip ist das ein ganz normaler Einspeisewechselrichter. Und der funktioniert ja auch nur dann, wenn wir hier auf der 230 Volt Seite Strom haben. Erst dann prüft er das Ganze und fängt dann einzuspeisen. Über diesen Poti kann man einstellen, wie viel Watt man einspeisen möchte. Und hier kommen die Anschlüsse von der Batterie dran. Ich habe mir ja bereits solche Kabel gebaut für das Ladegerät und das Kabel kann ich hier auch ganz gut nutzen. So. Schraube ich das Kabel an. Auf dieser Seite habe ich wieder so einen anderen Stecker und das stöpsel ich dann in den Anschluss und mit dem 230 Volt Stecker dann direkt in das Hausnetz. Und hier haben wir den Schalter nicht gedrückt, wird das sozusagen an die PV-Anlage angeschlossen und gedrückt wird da eingespeist von der Batterie, weil er dann eine andere Spannung bekommt. So, und das teste ich jetzt mit euch. Im Prinzip ist ja hier vom Aufbau ist es ja alles vorbereitet. Ich kann euch noch mal zeigen,
wie ich das hier mit den Anschlüssen gelöst habe. So, und zwar habe ich ja hier meinen Sicherungskasten. Hier sitzen dann die Sicherungen. Und hier habe ich dann auch Sicherung für den Außenanschluss von der Batterie. Das Kabel geht dann da runter. Und ja, dann ist dann da ein. Dann habe ich da ja eine Kupplung reingesetzt. So, das ist muss so rum. Jetzt will ich das Ganze mal testen. So wie man sehen kann, werden die Batterien nicht mehr geladen, also sind die komplett voll. Die Solaranlage speist nichts mehr ein. Und jetzt schließe ich den Einspeisewechselrichter an. Ich versuche erstmal provisorisch hier mit doppelseitigem Klebeband festzukleben. So, jetzt schließe ich den Stecker hier an. So könnte das ausschauen. Zack. Und jetzt brauche ich noch den Kaltgerätestecker. Hier habe ich mir so eine Klappe eingebaut. Ist der Stecker drin? Jawohl, das auch ein bisschen nachziehen. Stecke ich denn hier rein? Die Steckdose hat jetzt im Moment keinen Strom. Und wie man sieht, der Wechselrichter speist auch nichts ein, weil der noch keinen Strom aus der Steckdose bekommt. So, dann will ich hier einmal noch die Ampere-Zange dran setzen. So. Einmal resettet, jetzt sieht man, dass 0,0 Ampere gezogen wird. Und die PV-Anlage auf dem Wohnmobil produziert auch so gut wie nichts. Jetzt schalte ich mal meine Außenbeleuchtung an. Beleuchtung Einfahrt ist an und wie man sieht, jetzt tut sich da was. Wie man sehen kann, ist der
Einspeisewechselrichter jetzt auf minimalste Einspeisung eingestellt. Das sind knapp 3,5 Ampere, die hier gerade gezogen werden. Ich öffne mal meine Victron-App und jetzt sieht man auch, dass die Module jetzt auch angefangen haben, mehr Strom zu produzieren. Jetzt versuche ich mal das Ganze noch ein bisschen mehr. Ich mache das mal auf 10 Ampere. So, 10,2 Ampere. So, jetzt gucke ich noch in meine Adria-App rein und hier sehe ich auch, dass aus der Batterie momentan 4,2 Ampere gezogen werden. 4,2 Ampere aus der Batterie und Reste aus der Solaranlage. Und so kann man das sinnvoll jetzt zum Beispiel als Nachteinspeisung nutzen oder auch tagsüber, aber das macht nicht wirklich Sinn. Denn tagsüber habe ich auf dem Haus schon genug Module. Meine Idee war halt, das Ganze als Batteriespeicher zu nutzen. Somit war der Test erfolgreich. Und wenn ich die Beleuchtung jetzt ausmache, dann geht auch der Wechselrichter sofort aus. Und wir haben auch keine Einspeisung mehr. Und wenn man noch mehr PV-Überschuss hat, empfehle ich euch so ein Ladegerät. Damit könnt ihr euer Elektrofahrzeug laden. Mal einmal rein. Ist schön verpackt in so einer Tasche. Was haben wir hier noch? Ein Putztuch. Das ist für 16 Ampere. Kraftstromanschluss. Ich habe das jetzt mit einem 10 Meter Kabel bestellt. Hier kann man dann wunderbar die Zeit einstellen, wann das Fahrzeug geladen werden soll. Ja, mit einer Zeitschaltuhr. Wenn das Fahrzeug dann zu Hause steht, kann das wunderbar in der Zeit, wo viel PV-Überschuss ist, geladen werden. So, das testen wir mal gleich. So, ich habe das jetzt an der Wand montiert. In der Verpackung war ja diese Montageschablone für den Bohrabstand. Und Schrauben, Dübel waren auch dabei. Jetzt schaut das hier so aus. Also es zeigt jetzt an die aktuelle Spannung. 407,7 Volt, 16 Ampere. So, und Temperatur. Man kann hier wählen zwischen 6, 10, 13, und 16 Ampere Ladespannung, also je nachdem, mit wie viel Ampere ihr das Ganze laden wollt. Zum Beispiel, wenn man nicht so viel PV-Überschuss hat, kann man natürlich auch weniger einstellen. So, wir haben jetzt genügend Überschuss. Und zwar, was gibt es hier noch? Dann hat man hier die Möglichkeit, Ladedauer einzustellen.
und wann das Ganze starten soll. Das ist jetzt eine weitere Möglichkeit, wenn man auf dem Haus viel PV-Überschuss hat, dann kann man das wunderbar zum Laden des Elektrofahrzeugs nutzen. So, das werde ich jetzt auch tun. So sieht der Ladestecker aus, mit einer Schutzkappe versehen, somit auch Spritzwasser geschützt. Und jetzt teste ich mal das Ganze. Die Lampe leuchtet grün, die Ladung hat begonnen. Dann gucken wir mal auf das Display. So wie man sieht, wird das gerade mit 15,7 Ampere geladen, 400 Volt, 402. Somit funktioniert das auch wunderbar. Und zum Schluss, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Nicht vergessen, auch den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne wünsche ich allen noch gute Zeit. Und bis zum nächsten Video.